عش مكراني غارق بتنفس كوراج صاريني كل جنة العشق. Ja, Freunde, ihr müsst das auch schon verstehen. Nicht jedes Land auf dieser Welt verschenkt seine Pässe genau so, wie es Deutschland tut. Manchmal muss man dafür auch schon arbeiten. Oh ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Ich frage mich nur, warum die Couch im Hintergrund jetzt plötzlich keinen Überzug mehr hat. Aber das hat sicherlich nichts mit deinem neuen Outfit zu tun, oder? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Klomo. Ich habe es immer noch nicht geschafft, abzuspritzen und einen Orgasmus zu haben. Da habe ich mich so richtig ins Zeug gelegt, ey. Oh ja, danke schön für diese wichtige Information. Das hat mich wirklich schon den ganzen Morgen beschäftigt. Ja, aber dann versuchst du das Ganze einfach nochmal und dann berichtest du mir später oder was auch immer, ne? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, was das Gezeigte hier darstellen soll. Aber ich werde euch mal die wahrscheinlichsten drei aufzählen. Entweder ist das eine Reaktion darauf, wenn ich wieder mal auf einen Legostein getreten bin. Oder die Reaktion darauf, dass ich mich getraut habe zu furzen, obwohl ich Durchfall habe. Oder eventuell doch meine Reaktion darauf, als ich gehört habe, dass ich nun einmal pro Jahr mein Geschlecht ändern darf. Irgendwas davon wird das Ganze schon sein. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Dieses Video tat tatsächlich extremst weh. Stellen wir uns einfach mal vor, ihr müsstet diese gezeigte Person bestrafen. Und das, indem sie sich selbst erniedrigen muss. Jetzt ist meine Frage, welche Idee kommt euch da noch? Ich bin ehrlich, ich müsste da sehr lange drüber nachdenken. Aber naja, ne, wir sind ja hier in einer progressiven Zeit. Wunderschön. Oi, oi, oi. Die, die, die. Böke, Gukowski. Decke. Der heutige Exorzismus ist leider auch nicht mehr das, was er mal war. Hier, Jungs, ihr wollt Red Bull trinken? Es gibt Kaktus, Pfalz, alles Mögliche. Wassermelone könnt ihr kaufen. Das Zeug könnt ihr dann halt trinken. Ich hab einmal Kaktus probiert. Gibt hier Power. Ja, aber ich bleib lieber beim Original Red Bull. Vielleicht mir mehr Flügel. Ja, glaubt mir's. Wenn ihr nicht Red Bull trinken wollt, seid ihr meine Auge Muschis. Also, trinkt Red Bull, kriegt ihr auch die Power wie ich. Ansonsten bleibt ihr weg von mir. Ja, sehe ich wirklich genauso. Red Bull ist äußerst männlich und kraftvoll. Freunde, ich kann das Ganze nicht mehr. Und an der Stelle müsst ihr nichts sagen. Ich weiß, wir haben uns aber sowas von ein Katzenvideo verdient. Und danach geht's dann auch wie immer weiter. Ah, guck mal, Mama, guck mal, ich hab mir ein paar Striche in die Fresse gemalt. Jetzt bin ich eine richtig furchteinflößende Anime-Figur. Jetzt guck doch endlich mal. What is the first word that comes to your mind when you look at me? Darf ich leider nicht sagen, sonst werde ich gesperrt. Oh, an der Stelle muss ich aber zugeben, dass ich ausnahmsweise mal dieses Cosplay ganz gut finde. Denn dieses Löwengebiss ist äußerst realistisch. Also hier möchte ich festhalten, dass ich auf gar keinen Fall erwähnen möchte, dass das abgebildete Zeichen auf dem Boden irgendwie passend sein könnte und der Ort deshalb auch gar nicht so schlecht gewählt wurde. Aber das würde ich niemals erwähnen und da sehe ich auch überhaupt gar keinen Zusammenhang. Also wirklich jetzt, ne? I belong, you belong in my sweet home. Ja,
Dankeschön für diese wichtige Information. Sehr weltbewegend. Sie wollte kein Gangster, sie wollte das Gold und die Playa. Ich glaube, selbst Kopfnuss-Kalli würde dich wegklatschen. Who would you date? Me or her? If you have to choose, neither is not a choice. Or die. Okay? Tod, 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 bitte Tod, Tod, bitte, 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 Tod. Einfach nur Tod, bitte. H-E-H-E. It's not... It's... Oh ja, endlich. Ich habe mich schon gewundert, wann du mir wieder meinen Tag versauen kannst. Aber somit können wir nun auch getrost die Folge beenden, denn wir haben alle keinen Bock mehr. Somit danke ich euch fürs Zuschauen. Eine weitere Folge wie immer am Samstag. Sorry, dass letzte Woche ausnahmsweise mal ausgefallen ist. Also haut da rein, hab euch lieb und tschö. Ja, willkommen zu einem weiteren audiovisuellen Abfallprodukt meinerseits. Und ich hab's auch nicht geschafft, hier den Kolben richtig komplett auszuwringen. Ne? Das Problem ist dann, ich hab kein Ständergericht, ich hab kein Halladegericht, kein Hochgericht, wie man es ausdrücken will.